Wovon zur Hölle reden Sie? Ich sagte, ich mag Baywatch. Sie wissen schon, ohne Shirt rumlaufen, alles in Slow Motion, in Gesellschaft von hübschen Ladies. Aber, Alter, allein der Gedanke an Seetang zwischen meinen Zehen. Was genau ist bei dir eigentlich kaputt, du Spinner? Ich habe selber schon versucht, das in all den Sexjobs, die ich so besuche, rauszukriegen, aber bisher hatte ich kein Glück. Interessant. Damit hätten wir Verdächtiger und Perverser. Pervers? Hören Sie, Officer, ich weiß ja nicht, was Sie glauben, was in Sexjobs verkauft wird, aber ich helfe Ihnen mal. Wenn Sie Ihre Ehe auffrischen wollen, kaufen Sie Ihrer Frau ein Septamatic 9000. Und wenn Sie Single sind, besorgen Sie sich eine Gummipuppe. Sie sehen aus, als könnten Sie mindestens eins von beidem gebrauchen. Oh, sieh an, das Kätzchen zeigt ihre Krallen. Spiel nicht mit dem Feuer, Blödmann, sonst könnte es dich verbrennen. Oha. Ja, Sir. Tut mir leid. Schon besser, Kätzchen. Jetzt kommt Murray. Glaubst du, ich bin dein Liebhaber oder was? Was? Flüster mir nie wieder ins Ohr. Ja, Sir. Lass dich nicht so von ihm rumschubsen. Du hast dir mehr Respekt verdient nach dem, was du für die arme Ente im Park getan hast. Ladies, bitte! Einige Leute versuchen hier noch echte Polizeiarbeit zu machen. Und könntest du mir sagen, warum zur Hölle du die Brieftasche des Toten hattest? Was für eine Ente im Park. Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Oh, tut mir leid. So gelassen wie deine Miene ist, erwartest du wohl, dass ich dir das abkaufe? Jesus, Junge. Glaubst du, du hast hier immer noch Murray vor dir? Jesus. Du kapierst es scheinbar nicht. Die Tatsache, dass du sonst mit Idioten sprichst, macht mich leider nicht zu einem. Also, wenn es dir nichts ausmacht, sag mir doch bitte, was verfickt nochmal machst du mit der Brieftasche des toten Typen hier? Mein Gott, habe ich doch schon gesagt. Ich habe sie auf der Straße gefunden. Und solange sie nicht das Gegenteil beweisen können, müssen sie es wohl leider glauben. Glückwunsch, Kleiner. Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich die Schnauze voll habe von deiner Visage. Fürs Erste. Tja, haben Sie was dagegen, wenn ich mir jetzt mal den Abschiedsbrief ansehe? Ich habe nichts dagegen, deine Angst zu riechen, wenn es das ist, was du meinst. Entspann dich, Junge. Dein Name steht drin, also hast du das Recht, den Brief zu lesen. Man könnte sagen, es war der letzte Wille des armen Bastards. Aber ich sag dir eins, als ich den Brief gelesen habe, drängte sich geradezu auf, dass Mr. Griffins bester Freund ihm die Freundin ausgespannt hat. Und das wirft kein gutes Licht auf dich, Mr. Hicks. So nah standen wir uns nun auch wieder nicht, wissen Sie. Sein wahrer bester Freund ist so ein Junge aus Nepal. Also, die haben oft gechattet. Mit dem sollten Sie vielleicht zuerst reden. In Nepal. So schnell wie möglich. Glaub ja nicht, dass du vom Haken bist, Susan. Der Brief hängt da am Kühlschrank. Willst du ihn lesen? Nur zu. Aber ich hab dich im Auge. Endlich, heilige Macaroni. Cannelloni. Hast du mich gerade Cannelloni genannt? Endlich, da ist immer still. Ich hasse es. Ich hab's auch nicht schon zuvor gehasst, als ich die Stelle hier gespielt habe. Dass der ewig redet. Oh, das ist... Ich hoffe, mir kommt niemals so ein behinderter Kopf über den Weg oder so. Aber jetzt lesen wir erstmal den Abschiedsbrief. Wer auch immer das hier liest, ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap-Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatic, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte. Das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist,
ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und einen Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Ah ja. Oh, schau mal, der Mörder. Ich schwöre bei Tom Selleck's beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker, wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Cool. Hat Matt gelitten, bevor er starb? So wie es aussieht, wollte er sich umbringen, indem er das Gas einatmet. Allerdings hat er wohl vergessen, dass der Herdomatic 9000 ein Elektroofen ist. Kein Gas also. Und ja, dadurch hat er unglaublich gelitten, als das Ding explodiert ist und buchstäblich seine Organe pulverisiert cool. hat. Dieses Modell hat einen typischen Verarbeitungsfehler. Wenn man zu viel Gewicht bei voller Leistung reinschiebt, kommt es zu unkontrollierten Stromstößen, wenn nicht sogar zur Explosion. Ja, aber abgesehen davon ist es ein tolles Gerät. Richtig eingesetzt kann es einen Ochsen in nur 20 Sekunden gar kochen. Schau dir mal die Textur vom Fleisch deines Freundes an. Siehst du? Perfektion. Außen knusprig, innen saftig. Wie eine gute Peking-Ente. Oh, da fällt mir ein. Heute Abend chinesisch? Zweimal hintereinander? Wie wär's mit dem Thailänder in der McCracken Street? Passt schon. Von mir aus Thai, Japaner oder Koreanisch. Ist für mich immer noch chinesisch genug. Ich bestell sowieso Nudeln und Hühnchencurry. Ist also relativ egal, wo wir hingehen. Cool. Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Tja, was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner-Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zum letzten Mal. Ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar. Genauso wie Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Aha. Ja! Yeah. Also, zusammenfassend. Matt hat geschrieben, dass sein bester Freund, also hier sein bester Freund hier halt, der gute Randall, zeigen wir mal sein Gesicht da. Wie schön gelangweilt er hier reinguckt, so wie ich beim Busfahren. Und er hat ja geschrieben, dass er ihm seine Luft zum Atmen und bla und sonst was und etwas genommen hat, das irgendwie Leere erzeugt und bla. Und somit er sich umgebracht hat. Auf die Perfektion hingebraten. Und ja. Aber ich glaube, es hat was mit dem Ring zu tun. Wer hat ja gesagt, dieser Ring, der will den so langsam, so ganz für sich und sowas. Und war ja so versessen auf den. Und ich glaube, es hat was mit dem Ring zu tun. Aber es ist nur eine Vermutung, ich weiß ja nicht. Aber bestarren wir mal erstmal die Magnete. Ich will diese Magnete. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Och, Mann. Sieht wie gerösteter Matt aus. Bisschen zu durch, wenn du mich fragst. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Ja, okay. Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Der verachtet mich, das sehe ich ihm an. Also, hat der Brief dir weitergeholfen? Könnte es noch deutlicher sein, dass sein Tod deine Schuld war? Sergeant Kramer, ich bin gerade ziemlich am Ende. Wo war ich, als Matt die brennenden Schiffe von Orions Schulter aus gesehen hat? Wir haben doch immer alles zusammen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen guter Kopf, böser Kopf zu spielen. Mal nicht so schnell. Ich kenne Typen wie dich. Sieh es ein, du bist ein stumpfsinniger Nerd, der glaubt, sich einfach nehmen zu können, was er will, wann er will. Du hast keinen Respekt vor dem Gesetz, deinen Freunden oder der Person, die dieses Spiel spielt. Außerdem kann ich deine Visage nicht ausstehen. Da, ich hab's gesagt, ich bin noch nicht fertig mit dir, Higgs.
Dieses Mal wird's keinen Ritt in den Sonnenuntergang für John Wayne geben. Haha. Schon gar nicht mit Grace Kelly. Das war Gary Cooper, du Arschloch. Treib's nicht zu weit, Susan. Hast du schon mal mit dem Teufel im fallen Mondlicht getanzt? Nein. Nein, aber das eine Mal im Ferienlager habe ich mir eine Flöte in mein... Okay, das reicht. Hast du ein Auto? Warum? Nein. Damit ich einen Strafzettel bekomme und sie es abschleppen können? Genau. Ich mag's nur nicht, wenn eine junge Frau allein im Dunkeln nach Hause muss. Officer Murray fährt dich in einem Dienstwagen. Oh, Murray, nein. Beweg deinen schwabbeligen Arsch hier rein. Sergeant, ich habe Ihnen doch gesagt, das liegt an einem erblich bedingten Drüsenproblem. Das ist wirklich unangenehm, wenn Sie... Schnauze, Murray, bring diesen Verlierer nach Hause. Jetzt dreht er schon wieder die aus, die er gerade angezündet hat. Und jetzt zündet er schon wieder eine neue an. Oh. Ja, Sir. Und nimm die Freundin von dem toten Kerl gleich mit. Miss Thompson ist schon weg. Und warum zur Hölle erfahre ich das erst jetzt? Ich habe es ja versucht, aber Sie haben schon zu brüllen angefangen, bevor ich irgendwas sagen konnte. Weißt du, woran das liegt, Murray? An einem Kommunikationsproblem. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu richten, ist, wenn ich deine Scheißstimme nie wieder hören muss. Also wirst du von jetzt an alles, was du mir sagen musst, aufschreiben. Verstanden? Also raus hier und nimm den Jungen mit. Ja, Sir. Was hab ich gerade gesagt? Oh Gott, der arme Murray. Tut mir irgendwo leid. Okay, da wären wir, Junge. Aber Murray, ich sagte doch, bringen Sie mich zu einem Strip-Schuppen. Sergeant Kramer sagte, ich soll dich nach Haus bringen. Und nach deiner Akte ist das deine aktuelle Adresse. Und hören Sie immer blind auf das, was der Typ Ihnen sagt? Sie sind zu gutherzig, Murray. Sie müssen mal lernen, wie man ab und zu richtig durchdreht. Ich habe eine Pflicht, Kleiner. Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Partys mit Ihnen machen garantiert Spaß, was, Murray? Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ja, okay. Oh, die ganzen Flugratten sind weg. Mal gucken, gehen wir mal in die Seitenschicht. Das verstößt gegen meinen Grundsatz, niemals eine dunkle Gasse bei Nacht zu betreten. Dann gehen wir halt ins Treppenhaus. Ich hoffe, Marconi steht nicht mehr da. Nein, das tut er nicht. Was ist mit diesem Aufzug überhaupt passiert? Ich kann jetzt nicht mit dem Fahrstuhl spielen. Außerdem macht mir das Ding Gänsehaut. Keine Ahnung warum, aber der Fahrstuhl scheint mir nicht ganz sicher. Die Wohnung vom Nachbarn. Bin sicher, dass es da ziemlich stinkt. Echt? Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Oh Mann. Lieber nicht. Zwischen Miss Marconi. Und sonnt sich im Mondschein. Von wie stylisch hier das Zeug so rumsteht. Und die Kamera so cool so hin und her schwingt. Mal gucken, was sagt ein Mord. Da geh ich nicht näher ran. Könnt mich ja irgendwas angreifen. Nicht genug Platz für den ganzen Müll. Ich würde mit Mortimer sprechen, aber... Wow. Was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ah, Mr. Sandman, bring me a dream, bong, 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 making the cutest that I've ever seen. Okay. Ach so, er schläft im Sitzen, er setzt sich so aufs Bett und schläft dann. Cool. Entschuldigung, bin ich schon in der Zeit gefangen? Tag 2, Montag. Okay, neuer Tag beginnt. Stellen wir uns ihm mit hocherhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. Da ist noch ein Polybius, den kenne ich ja eigentlich auch noch. Wobei der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber er hat keine nostalgischen Hintergründe irgendwo. Ich weiß nicht. Bin doch nicht irre. Hab das Spielen vor Jahren aufgegeben. Die habe ich nur noch aus Nostalgie herumstehen. Und weil ich sie nicht bewegt kriege. Tja. Neue Zeitung. Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Skandal on Dr. Fred Edison Street. The Corova Milk Bar, Sold Milk Plus, Double Pound,
milk plus velocet or thin temis or drankrom oder was auch immer. Das ist nicht so mein bestes Englisch. Es geht immerhin einigermaßen. Jetzt will ich aber erstmal speichern. Das wird jetzt mein Backup-Speicher. Sollte was sein. Ah, blöder Marconi. Ich hoffe, dieses Türhämmer-Ding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. Ja, das ist wirklich eine schlechte Angewohnheit. Ich kann dich da drin hören. Die Frage nach der Miete jeden Monat. Hey, seit wann hat er einen Schnauzer? Mr. Marconi, hören Sie, das von gestern tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon, ich habe Sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach... Sie wissen schon. Hicks, wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Meins auch nicht. Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum. Echt? Der hat den Amnesietrick schon benutzt? Cool. Sie sollten Ihr Handy nicht so oft benutzen. Das macht Hirnschäden. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet. Und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Genau. Hicks! Nein, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Ich nicht. Und Sie sind so hasserfüllt, dass es zu